Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ich bin der Conny und heute spielen wir Prison Architect. Ein Spiel, das wie so viele in letzter Zeit in einem Alpha-Stadium sich noch befindet, aber immerhin soweit schon ausgeprägt ist, dass es sehr, sehr viel Spaß macht und hoffen lässt, dass es auch wirklich ein tolles, finales Ergebnis dann am Ende bringen wird. Prison Architect, wenn ihr es noch nicht kennt, ich habe auch bewusst jetzt mal eine kleine Karte gewählt, einfach nur als kleinen Einstieg, als erstes Gameplay und auch als kleines Tutorial. Es geht darum, dass ihr ein Gefängnis bauen müsst, mit allem, was dazugehört. Das heißt, ihr seid für die Räumlichkeiten zuständig, für das Personal, auch für die Inhaftierten, dass die auch alle Bedürfnisse befriedigt bekommen. Und dazu habt ihr eben verschiedene Tools und die würde ich euch gerne zeigen. Das Spiel beginnt jetzt am ersten Tag und ihr habt hier oben immer so eine To-Do-Liste. Ihr seht also, es dauert jetzt noch knapp einen Tag, bis die ersten Gefangenen kommen. 8 Stück werden das dann sein. Und dazu gibt es hier noch einen Brief von dem Geschäftsführer sozusagen, vom CEO, der ein bisschen was erzählt, was ihr als erste Schritte machen solltet. Und genau diese ersten Schritte möchte ich gerne mit euch zusammen durchgehen in diesem Tutorial, damit ihr nicht komplett aufgeschmissen seid, falls ihr das Spiel erwerbt. Das war bei Steam jetzt in diesem Christmas Sale 2013 relativ günstig zu haben, ich glaube für 12 Euro oder so. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, ist eine tolle Geschichte und wir fangen gleich mal an. Ich habe das Spiel eben schon pausiert. Ihr seht, da kommen auch schon die ersten LKW mit Bauarbeitern und dahinter verschiedene Materialien. Da sind also Zemente und hast du nicht gesehen mit dabei. Es wird alles hier vorgefahren und dann müsst ihr eben dafür sorgen, dass die Räumlichkeiten dann auch verfügbar sind. Gibt da diverse Unterrubriken. Also ihr könnt einmal anfangen mit den eigentlichen Fundamenten, also die eigentlichen Räume entstehen lassen. Dann könnt ihr auch verschiedene Böden dort verlegen zum Beispiel. Ihr könnt auch diese Räume definieren als bestimmte Zimmer, also zum Beispiel eine Massenzelle oder eine Kantine. Auch eine Küche wird gleich am Anfang gefordert sein, damit ihr die auch direkt bauen könnt. Dann gibt es diverse Objekte, die ihr in die Räume, in die Zimmer stellen könnt, die auch teilweise dafür benötigt werden. Also ein Badezimmer ohne Toilette wird auch nicht als solches anerkannt und nicht als solches genutzt. Das heißt also, jeder Raum benötigt eine Mindestanzahl an Objekten. Dann habt ihr hier unter Staff die diversen Möglichkeiten, Leute einzustellen für euer Gefängnis. Unter Utilities gibt es dann noch die wichtige Strom- und Wasserversorgung. Also alles, was da bespeist werden muss, könnt ihr dann eben in diesem Menü auswählen und aufbauen. Und dann gibt es also Emergencies, also für alles Mögliche, wenn irgendwelche Aufstände sind, Medizingeschichten, Feuersachen und so weiter. Und es gibt auch so ein Planungstool, bei dem ihr schon mal grob vorzeichnen könnt, was ihr denn machen wollt. Dazu gibt es hier rechts unten, dann sind wir gleich durch mit dem Interface, die wichtigen Buttons Lockdown, Bang Up und Shakedown. Bei Shakedown könnt ihr sofort sofort alle Zelle nach etwas Bestimmten durchsuchen lassen. Bei Lockdown gehen alle Türen sofort zu, also falls jemand ausbrechen will oder ihr eine Massenpanik verhindern wollt. Und Bang Up bedeutet, alle Gefangenen, egal wo sie sich befinden, werden auf ihre Zellen zurückgebracht. Dann haben wir hier oben die aktuelle Uhr eines jeden Werktags. Und hier oben noch, da gibt es so ein kleines Buch und ihr könnt auch hier direkt am Anfang so eine Art Budget euch erarbeiten, indem ihr bestimmte Sachen eben zusagt. Also wenn ihr merkt, ihr habt keine Kohle mehr, dann könnt ihr da so eine Art Kredit aufnehmen und das geht dann über dieses Menü. Und dann wären wir eigentlich schon auch komplett fertig mit dem Interface. Was wir am Anfang benötigen, das steht auch in diesem Brief mit dabei. Wir brauchen also einen Warden, so eine Art Vorsitzenden von diesem Gefängnis. Und der benötigt auch ein Büro. Dann benötigen wir eine Küche und eine Kantine. Und wir brauchen natürlich einen Platz, wo die Gefangenen gleich mal unterkommen können. Und nachdem normale Räumlichkeiten erstmal zu teuer sind, werden wir eben so einen Massenraum eben aufbauen. So. Man kann da übrigens sehr detailliert reinzoomen. Man kann auch jede Person direkt anklicken und sehen, was die gerade macht. Das ist bei Gefangenen noch ein bisschen ausgewogener oder ausgebauter, denn dann könnt ihr auch sehen, was für Verbrechen die gemacht haben. So. Was benötigen wir? Also lasst uns doch erstmal Räume bauen. Und zwar brauchen wir vielleicht auch gleich mal hier am Anfang so einen kleinen Raum. Ich glaube 6x6 als Büro für den
Kollegen, so sieht es dann aus. Also einfach per Drag and Drop einen Kasten ziehen und dann siehst du schon hier, was abgeht. Eigentlich ist es wie bei SimCity, nur dass es eben hier nur um ein Gefängnis geht. Ja, so kann man es vielleicht formulieren. Dann würde ich auf der gegenüberliegenden Seite vielleicht in der Größenordnung 11x8 Meter die Kantine vorsehen. Und direkt im Anschluss natürlich wäre auch sinnvoll die Küche. So. Lasst mich mal kurz gucken, was benötigen wir eventuell noch. Also wir brauchen noch den großen Raum, wo die Gefangenen sich dann aufhalten. Vielleicht nicht unbedingt neben dem Büro des geschätzten Kollegen. Vielleicht machen wir hier so ein Staff Room noch. Und was brauchen wir noch? Küche, Dingenskirchen. Ich lese nochmal kurz den Kantine, Water und so weiter. Ja, die Stromversorgung und so weiter machen wir dann gleich. So, ich habe jetzt diese Bereiche definiert und ihr seht, ich steuere diese Kollegen nicht direkt. Könnte ich aber auch, wenn ich möchte. Also ich kann dem sagen, du gehst bitte dahin. Macht aber eigentlich wenig Sinn. Jetzt werden erstmal die Bäume hier gefällt, denn die stehen natürlich im Weg. Also die Steuerung geschieht hier indirekt. Und ich muss halt jetzt warten, bis hier das Fundament gebaut wird. Erst dann kann ich dort auch Räume definieren und auch dann erst kann ich Türen einbauen lassen zum Beispiel. So, ihr seht schon, so funktioniert das dann hier. Ich habe schon mal ein bisschen vorgespult. Ich hoffe, wir werden auch rechtzeitig fertig mit dem ganzen Spaß. Denn in 22,5 Stunden kommen schon die ersten Gefangenen. Ihr könnt euch hier übrigens diverse Größen aussuchen für die Map. Also wenn ihr noch mehr machen wollt, dann kann das auch sehr viel größer und ausgewogener sein. Und ihr seht auch, die halten sich an meine Vorgaben, wie ich das gerne gehabt hätte. So sieht es dann am Ende auch aus. Schraubt, ihr fleißigen Helferlein, schraubt. So, ich gehe mal wieder auf normale Geschwindigkeit. Jetzt seht ihr schon, steht eigentlich da, requires entrance. Das heißt, ich benötige noch eine Türöffnung. Also eine Türe und da gibt es diverse. Also hier zum Beispiel, hier wird ja später der Chef drin sitzen, da würde ich eine Staff Door einbauen. Das ist eine ganz normale Tür. Und alle anderen sollten eigentlich Jail Doors sein. Also sprich, wir benötigen eine für... Muss ich mal kurz überlegen, wie ich das vorgesehen hatte. Hier wollten wir ja die Kantine hinmachen und hier vielleicht noch die Küche. Und auch diese Türen müssen ja eigentlich gesichert sein. So. Jetzt seht ihr auch, wie das aussieht, wenn alles fertiggestellt ist. Oh, das ist blöde, weil ich wollte hier eigentlich noch eine Wand haben. Das ist aber jetzt kein Problem. Building. Das ist jetzt blocked. Kann ich das hier nicht ziehen, so eine Wand? Jetzt gucken. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 4x4 brauche ich für den. Das heißt, hier zieht eine Wand. Macht er nicht. Er macht es nicht. Dann muss ich anders arbeiten mit einer Brick Wall. Die ziehe ich dann eben manuell. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das heißt, hier können wir eine Wand ziehen. Mal gucken, ob er dann auch die Räume abtrennt oder ob das dazu Probleme führen kann. Und genauso eine Trennung brauche ich eigentlich hier. So, baut mal. Aber es müsste so eine Brickwall sein. Insofern, ja, das passt wunderbar. Genauso wie ich es wollte. So, dann habe ich hier eigentlich einen Staff Room. Jetzt definieren wir die Räume. Also erstmal benötigen wir hier Office. Und dann geht ihr einfach in das Innere eines Raumes, füllt es aus und dann seht ihr auch schon, zack, es steht mit dabei. Und wenn ihr Mouse Over macht, sozusagen bei einem Raum, dann seht ihr auch, was noch benötigt wird. Also wir brauchen hier noch einen Office Desk, einen Chair und einen Filling Cabinet, also so einen Aktenordner-Schrank. Das müssen wir noch bauen. Unter Objects finden wir das Ganze. Und da muss ich selber immer gucken, es ist nicht so ganz sinnvoll geordnet. Filing Cabinet ist hier. Es kommt hier in die Ecke. Dazu benötigen wir ein Office Desk. Da ist Office Desk. Man kann hier mit R, mit der R-Taste, die jeweiligen Gegenstände rotieren.
So. Und ein Stuhl. Der Stuhl fehlt noch. Da ist er. Den drehe ich in die Richtung, dass der Kollege sich auch ordentlich hinsetzen kann. Zack. Und dann erfüllen wir aber alles, was eben dieses Office benötigt, damit es auch ein solches ist, sozusagen. Damit auch die Non-Player-Characters hier das Ganze finden. Geil ist auch, wie dieser Schrank hier, dieser Tisch hier reingestellt wird. Das ist schon cool gemacht. Das gefällt mir eigentlich ganz gut in der Aufmachung. Das heißt, der erste Raum ist definiert und fertig. Der einzige, der jetzt noch fehlt, und das ist auch eine Aufgabe eben aus diesem ersten Brief, den wir bekommen haben, ist, wir benötigen einen Warden. Der bekommt $200 Gehalt am Tag und kostet uns einmalig $1000. Ist halt so. Den setzen wir direkt hier rein und ab jetzt läuft er. Eine der ersten Aufgaben also ist jetzt erfüllt. So, dann hätten wir hier die Türen, die schon fertig sind. Auch das passt soweit. Ihr seht, hier leuchten überall noch diese Blitzsymbole. Ist klar, ist noch kein Strom gelegt, aber kommt alles noch. Was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass die Kollegen hier ja angebracht werden und dann ja irgendwie nicht in der Freiheit herumlaufen dürfen. Deswegen ziehen wir auch hier noch, was ist denn eine Perimeter Wall? Da würde ich vielleicht sogar die verwenden. Oh, was ist das jetzt? Die ist sogar hier dreiteilig, oder wie? Gucken wir mal, wie das aussieht. Ehrlich gesagt habe ich die noch nicht verwendet. Ich dachte, die ist ganz normal, aber... Wir gucken mal, wie die aussieht, wenn die blöde aussieht, nämlich hier eine normale Wand. Denn die kommen ja hier an und die sollen dann natürlich nicht hier rumlaufen, ne? Die sollen hier schon ihren Weg hineinfinden. Wie lange haben wir noch? 16 Stunden, bis die Gefangenen kommen. Ich spule mal kurz vor. Gucken, wie diese Wand dann am Ende aussieht. Ja, das ist eigentlich... Nee, doch, die können wir so machen. Das passt. Die ist zwar ein bisschen teurer. Deutlich teurer. Das Vierfache. Eigentlich haben wir auch kein Geld am Anfang, aber okay. Jetzt ist es halt so, es soll ja schön einheitlich aussehen. So, dann kommen die nämlich hier an und sind direkt erstmal in der Anlage mit dabei. Was wollten wir noch definieren? Hier unten, das wird die Küche. The Kitchen. Zack. Und die Kantine ist dann dieser Platz. Hier machen wir einen Staff Room. Würde ich gleich am Anfang auch machen. Vielleicht sogar nochmal abtrennen mit einer Wand. Und so. Und hier dann stattdessen den Garbage irgendwie hineinbringen, also den Müll. So, dafür würde ich aber vorschlagen, reicht eine normale Tür. Door. Die setzen wir hier hin für den Müll und eine Staff Door für unseren Raum hier. So, Freunde, dann arbeitet mal fleißig weiter. Der wichtigste Raum, den würde ich vielleicht neben dem Staff Room etablieren. Beziehungsweise vielleicht sogar noch eine Wand dazwischen freihalten. Muss ich mir gerade überlegen. Ne, wir machen es direkt daneben. Das hier wird unser erstes Gefangenenzimmer. Es ist am Ende so, dass ihr, aber das, soweit bin ich auch noch nicht gewesen beim ersten Spiel, dass ihr dann ganz normale Zellen für jeden einzelnen Gefangenen machen könnt. Am Anfang rentiert sich es aber eher, wenn wir das 1, 2, 3, Moment. Ah, abbrechen. So. Weil ich glaube nämlich... Wir hätten es nicht von der Mindestanzahl an Platz hinbekommen. Denn wir benötigen für die Holding Cell mindestens 5x5. Wir haben hier aber nur 4. Das heißt, wir müssen eins weiter hoch noch. Okay. Kriegen wir alles hin, ist kein Problem. Das heißt, wir müssen hier ansetzen. Hier müssen wir ansetzen. Und das sollte eigentlich reichen. So, das könnt ihr jetzt mal machen, Kollegen. Das ist super. Alle Räume, in denen die Gefangenen quasi verweilen, sollten solche Jail-Doors sein. Die könnt ihr dann später übrigens, wenn ihr mit der linken Maustaste draufklickt, auch selber direkt ansteuern und dann sagen, ist diese Tür im normalen Zustand? Das heißt, irgendwie nur Angestellte, nur Wärter können die öffnen? Oder ist die immer auf oder immer zu? Das könnt ihr dann später machen und eben, wie schon gesagt, mit der Taste Lockdown... Ihr seht das, gehen alle Türen automatisch zu. Die hier nicht, weil da eben irgendwelche
Ziegel noch irgendwie dort lagern. Aber ist okay. So, hier benötigen wir erstmal eine Tür. Da müssen wir natürlich eine Jail Door nehmen oder eine Large Jail Door. Ich würde fast sagen, es gibt hier noch eine krassere, aber die kostet halt auch deutlich mehr. Ich nehme hier eine Jail Door hinein. Einmal hier. Dann hätten wir das nämlich auch. Und dann definieren wir den Raum. Ist der schon fertiggestellt? Wird er schon als solcher? Nee, wird noch nicht. Erst mit der Tür, mit der Entrance, bekommt er sozusagen seine komplette Fülle. Und ist jetzt ein Raum, ein vollständiger. 1, 2, 3, 4, 5, ja, das passt so. Und jetzt können wir aber den Raum definieren. Und zwar als Holding Cell. Also erstmal so eine kleine Zelle für die ganzen Verbrecher. Jetzt haben wir nur noch $960. Ich guck mal, wie viel wir da überhaupt hinbekommen. Denn wir benötigen natürlich, wie ihr euch schon denken könnt, also Kitchen und Canteen. Da müssen wir noch die Gegenstände nämlich kaufen. Dann brauchen wir noch Strom und Wasser. Den Warden haben wir. Ja, jetzt gucken wir mal, wie wir das hinbekommen. So, Close. Jo. Wir benötigen hier Cooker, Fridge und Sink. Cooker, Fridge und Sink. Cooker ist hier. Dann der Kühlschrank. Wo ist der Fridge? Da ist er. Den stellen wir mal platzsparend hier hin. Was ist denn jetzt los? Oh, ich habe schon keine Kohle mehr. Deswegen gehen wir hier mal drauf. Turn an empty field into a functioning prison. This government contract gives you the funds necessary to build the absolute minimum facilities for your first set of prisoners. So, das nehmen wir. Dafür müssen wir aber bestimmte Sachen eben erfüllen. Wir müssen eine Holding Cell bauen, eine Dusche, dann so einen öffentlichen Platz, ja, damit die auch ein bisschen mal Luft bekommen. Küche, Kantine, mindestens 2 Guards und mindestens 2 Köche müssen wir einstellen. Dann sind diese 40.000, die wir jetzt bekommen haben, eben gedeckelt. So, jetzt wird schon langsam dunkel und in 11 Stunden kommen schon die ersten Gefangenen. Das wird noch ein Spaß. So, also, das haben wir. Wir brauchen jetzt noch den Kühlschrank, den ich ja schon ausgewählt hatte. Da hat uns das Geld gefehlt. So, hier hin. Und dann brauchen wir noch einen Sink, also so ein Waschbecken ist es, glaube ich. Wo ist das? Hier. Stellen wir einfach mal auf die Seite. Damit sind alle Küchengeräte, die benötigt werden, damit dieser Raum als Küche akzeptiert wird, jetzt drin. Und jetzt kümmern wir uns um die Kantine. Da benötigen wir noch ein Serving Table, Table und Bench. Gut. Serving Table ist hier. Da werden dann die ganzen Speisen aufgetischt und die Gefangenen können sich da bedienen. Zack. Serving Table. Dann noch ein Table und eine Bench, damit die sich ja so hinsetzen können. Table ist hier. Würde ich sogar zweiteilig irgendwie machen. Table und Bench. Und weil ich weiß, da kommen dann später eh nochmal welche, machen wir das nochmal so. Table und Bench. So, dann haben wir hier das. Und damit wird der Raum Kantine auch ausgefüllt. Hier kommt der Staff Room hin. Was benötigen wir hier noch? Eine Toilette und auch noch so eine Bank. Jetzt wird es zeitlich natürlich immer knapper, aber wir sind noch gut dabei. Eine Toilette, vielleicht hier in die Ecke, nicht wahr? Und eine Bench. Damit die sich auch hinsetzen können, machen wir auch gleich 2 hin, weil da kommen ja noch mehr Gefangene. So. Und wir haben ja schon $40.000, das passt soweit. Toilette und Bench. Toilette und... Achso, hier haben wir noch nichts. Hier wollte ich aber noch eine Wand ziehen, Freunde. Wo ist die denn? Ja, Construct Brick Wall. Kommt die jetzt? Ist das hier die Brick Wall? Nee, offenbar nicht. Okay, das ist eh nur für die Mitarbeiter, die ich jetzt aber natürlich auch noch gleich einstellen werde. Dazu muss ich davor hier noch die Wand zumachen, nicht, dass die mich hier abhauen. So. Das heißt, die kommen hier rein und befinden sich nur in diesen Räumlichkeiten. Ich finde, es sieht bisher ganz gut aus für unseren ersten Knast. Gut, hier wird auch schon gebaut. Die Frage ist nur,
Die Staff Door wird hier gar nicht gebaut. Ja, wir gucken mal. Ich glaube, die kommen hier nicht rein, weil noch nicht gebaut wurde. Und das dürfte daran liegen, dass es hier eben diese Türen... Na, wir gucken mal. Bevor ich Vermutungen hier irgendwie äußere, machen wir das erstmal so. Gut, Serving Table ist da, das ist da. Das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, und das ist sau wichtig, ist Stromgenerator. Muss natürlich in dem Raum drin sein, fällt mir gerade so ein. Erster Tag ist vorbei. Jetzt seht ihr, es wird gleich das Gehalt abgezogen. Die 200 für unseren Chefe. Und die Bauarbeiter hier, die Handwerker, die verdienen nochmal $800 am Tag. Ist ja natürlich auch nicht so schlecht. Gut. Oder kann ich das doch hier außen hinbauen? Ja, doch, geht doch. Okay. Und die Wasserpumpe auch noch hier hin. Jetzt benötigen wir noch Stromleitungen. Die legen wir mal hier hin. Und hier hindurch. Außerdem noch hier hin. Und hier hindurch. Und hier hindurch. Damit alles, was Strom benötigt, auch versorgt ist. Jetzt gucken wir mal. Beim Wasser benötigen wir... Jetzt muss ich mal überlegen, wie das war mit den dicken Leitungen, mit den dünnen Leitungen fürs Wasser. Okay, wir benötigen ja eigentlich erstmal diesen kurzen. So, dann ist hier Wasserversorgung vorhanden. Außerdem hier unten Wasserversorgung vorhanden. Jetzt gucken wir mal, ob das dann bald hier hinhaut. Ihr seht auch hier, wie viel Strom gerade verbraucht wird. Das wird nicht so lange reichen. Deswegen setze ich hier noch einen Capacitor direkt daneben. Der sorgt dann dafür, dass der Strom hier ein bisschen vom Verbrauch nicht ganz so weit oben ist. Es ist ja schon die Hälfte vom Strom sozusagen weg. Das seht ihr eben an diesem roten Balken. So. Da werden die Leitungen jetzt schön verlegt. So, ich mache hier mal zwei Löcher rein. Weil ich nämlich gemerkt habe, dass die einfach die Türen hier nicht so einsetzen, wie ich das gern gehabt hätte. In 5 Stunden 50 kommen die ersten Gefangenen. 8 Stück haben wir schon gesagt. Die müssen halt hier erstmal Vorlieb nehmen. Leute, wieso macht ihr denn das nicht kaputt? Aber vielleicht sind sie erstmal auch damit beschäftigt. Ah, sehr gut. Ihr merkt, da geht sofort der Stromverbrauch ein bisschen runter. Das ist sehr, sehr wichtig. Gut. Oh, was können wir denn hier alles machen? Hier, das Menü kenne ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Das ist sozusagen wie eine Art Forschungszweig. Hier könnt ihr weitere Sachen erforschen. Entweder Gesundheit mit einem Doktor oder mehr Sicherheit. The Chief gives you access to the Deployment Screen. Ah ja, okay. Da habe ich so ein Echtzeit-Danger-Level des Gefängnisses. Oder lieber den... Also eins davon sollte ich vielleicht mal machen. Gesundheit oder Security? Ich nehme mal die Gesundheit. So. Dann haben wir das nämlich auch schon mal. Gut. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis die Leitungen alle liegen. Und der Strom hier auch wirklich. Ich switch mal on. Geht das schon? Nicht, dass ich mich hier in die Luft jage. Also Wasserversorgung ist schon mal da. Power Station ist auch da. Hier fehlen noch die Leitungen. Kann mir irgendjemand erklären, warum die hier nicht... Demolish Walls. Zack. Und zack. Jetzt machen sie es offenbar. Oder doch nicht. Ja Leute, ich habe euch gesagt, ihr sollt die Wand hier kaputt machen. Das ist doch ätzend. Wieso machen sie das nicht? Macht er das? Die sitzen da nur und gucken blöde. Aber vielleicht warten sie auch noch auf Nachschub. Das kann natürlich sein.
Der muss natürlich auch erst noch kommen. 3 Stunden 42 noch. Also der Befehl ist da, aber sie machen nichts. Wieso macht ihr denn gar nichts mehr, Freunde? Wie oft kommt denn der Nachschub? Ich bin jetzt ein bisschen überfordert. Ach, hier der Workman. Junge, komm mal schnell zurück hier. Offenbar haben wir alles irgendwie aufgebraucht, was da rumliegt. Staff Door, alles da, aber irgendwie machen die nichts. Dann spule ich jetzt mal vor. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas vergessen habe. Kann natürlich sein. Es geht bald zur Sache. Aber wann kommt denn jetzt hier der Nachschub von da oben angefahren? Das muss doch jetzt mal funktionieren. Hier seht ihr übrigens auch den Fortschritt der Forschung sozusagen. Ach Leute, da muss doch mal bald was kommen. Ich spule noch mal schneller vor. In einer Stunde kommen die. Und es gibt weder Strom. Doch Strom gibt's, Switch on. Wieso funktioniert's nicht? Achso, die Leitungen sind noch nicht fertig. Weil die Leitungen vermutlich auch noch nicht da sind. Gut, hatte ich jetzt beim ersten Mal spielen nicht, deswegen weiß ich nicht, was gerade hängt. Aber ich denke einfach mal tatsächlich, dass... Oh, wisst ihr, was mir einfällt? Wir haben hier keine Türen. Das ist natürlich schlecht. Das ist natürlich schlecht. Large Jail Door. Und was wir dann hier eben zumachen müssen, ist, noch eine Wand. Das sieht jetzt nicht so schick aus, ne? Aber ich bekomme das jetzt anders nicht geregelt. Aber komisch, ne? Die Tür kommt. Wird auch eingebaut. In 3 Minuten kommen die. Okay. Na, dann gucken wir uns mal an, was da passiert. Oh, einer der Gefangenen darf ein bisschen früher abhauen, nach 2 Stunden schon. Das kann mir keiner erklären. Ich glaube, das Problem ist tatsächlich, dass die hier nicht reinkommen. Das muss ein Bug sein, weil ich habe hier schon 15 Mal gesagt, reiß die blöde Wand ein. Jetzt sind die Gefangenen da. Oh, wir haben noch keine Wärter. Jetzt wird's spaßig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Für jeden einen. Am Anfang vielleicht nicht so schlecht. So. Den dürfen wir nicht vergessen. Christopher, wie heißt der? Lovegrove. Können wir auch hier unten nochmal angucken, wer da alles so drin ist. Lovegrove, da ist er. Der Kollege hier. Der darf bald raus. Und in 22 Stunden kommt schon der nächste übrigens. Nur so zur Info. Also ich weiß nicht, was hier verbuggt ist, Freunde der Nacht. Aber offenbar ist es so. Damit müssen wir jetzt erstmal leben. Vielleicht kann ich von der anderen Seite die Wand einreißen. Oder komplett weg. Ah ja. Okay. Gut, dann würde ich vorschlagen, nachdem ich auch gar nicht weiß, was hier abgeht, dass wir den ersten Teil beenden. Also das ist ungefähr das, was ihr machen müsst. Ich weiß bloß nicht, warum sie jetzt hier nicht arbeiten. Job cute. Ich weiß nicht, wieso. Und beim zweiten Teil bin ich hoffentlich schlauer und weiß, wieso hier alles nicht so funktioniert, wie ich es mir vorstelle.
Ich danke fürs Zugucken. Ich bin der Conny von Nerd Derby. Und wenn es euch gefallen hat, abonniert mich gerne, wenn ich denn hier weiterkomme. Ansonsten könnt ihr mich auch wieder entfolgen. Bis dann. Tschüssi.